Hallo liebe Freunde und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu A New Beginning mit eurem André vom Bauschiebahn LP. So, mir ist ein kleines Malheur passiert und zwar ist es so, dass ich jetzt die Folgen 10 bis 11, ja die Folgen 10 und 11 neu aufnehmen muss. Aufgrund eines kleinen Malheurs, also ich bin eigentlich vom Aufnehmen her schon viel weiter und zwar ist mir Folgendes passiert, ich habe diese zwei Parts eben gerendert und mir ist nicht aufgefallen, dass diese Videos beim Rendern mir versaut sind, also mein Schnittprogramm hat die ein bisschen versaut und ich habe dann leider die Rohaufnahmen schon gelöscht gehabt und mir ist dieser kleine Fehler erst hinterher aufgefallen, dummerweise. Also ich hatte mehrere Folgen, die ich gleichzeitig gerendert hatte, vorbereitet hatte. Und größtenteils gingen alle Videos, auch Folge 12 war schon fertig gerendert, die lief auch 1A, aber warum es Folge 10 und 11 verhauen hat, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, muss ich jetzt den ganzen Spaß jetzt hier nochmal neu aufnehmen und dadurch, dass ich jetzt schon weiß, was ich hier alles machen muss, habe ich den Vorteil, dadurch, dass ich ja ein bisschen Zeit spare, kann sein, dass dann aus Folge 12 Folge 11 wird, weil ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr schaffe, aber naja gut, erstmal alles der Reihe nach. Gut, erstmal reden wir mal mit Delvin. Du siehst müde aus, aber irgendwie auch erwachsener. Haha, so schlimm? Ja, schau dich doch mal an. Viel ruhiger und erfahrener. Ist auch viel passiert in den letzten 12 Stunden. Aber weise und alt wird man so nicht. Ja, leider haben wir ja nicht erfahren, was man in den letzten 12 Stunden passiert ist. Also abgesehen davon, dass wir die aus der Zeitkapsel da gerettet haben. Die ja über einem Wasserfall hing oder irgendwie an der Brücke noch festhing. Und die beiden waren dann wie an so einer Art Wasserfall oder eigentlich, was heißt Wasserfall? Die hingen da eigentlich so ein bisschen in der Luft und von der Brücke oder was mal in der Brücke war, lief dann schon das Wasser runter, eben halt wie bei so einem Wasserfall. Und die Zeitkapsel hat sich da noch so gerade festgehalten. Wir konnten die eben halt noch gerade so retten. Naja gut, wir haben uns jetzt eigentlich mit ihm unterhalten. Lass uns später reden. Ich fürchte, ich bin gerade nicht sehr gesprächig. Ja gut, der sagt jetzt nicht sonderlich viel. Das ist eine Schreibtafel, das ist ein Display, das ist die Tasche. Ich weiß nicht, ob wir davon noch was brauchen. Nehmen wir einen später. Wir werden jetzt als nächstes erstmal rüber in die Bibliothek gehen. Oh, jetzt leuchtet die Reklame hier nämlich bei Nacht. Wir klettern erstmal hier rüber. So. Und ich sehe, meine Frames springen ganz schön hin und her. Nein. Egal. Oh, da lass mal Bobo. Reden wir erstmal mit Salvador. Mit diesem sehr kompetenten Einsatzleiter. Salvador? Was gibt es? Na, geht's voran? Mhm. Das ist ein völlig primitives Sicherheitssystem. Die geschützten Daten dieser Bibliothek lesen sich wie ein offenes Buch. Oh, der scheint voll Bescheid zu wissen. Naja, sagen wir erstmal, dass das mit Sadie leid tut, die höchstwahrscheinlich gestorben ist, obwohl man das nicht genau gesehen hat. Das mit Sadie tut mir leid. Sie... Es ist nicht deine Schuld. Wir könnten jetzt sagen, ich brauche eine Pause. Ach, nichts. Sehen wir uns nochmal den Schutthaufen an. Es gab nur noch eine Tür in das Bibliotheksgebäude. Ich hoffe, sie war verschüttet. Ja, das war sie. Aber wieso hoffst du das? Ach, kommen Sie schon. Sie haben doch damit angefangen, die Welt kaputt zu reden. Ich wäre enttäuscht, wenn mal etwas funktioniert hätte. Erzählen Sie mir nichts. Für sowas sind Sie doch viel zu schwach. Genau. Das weiß ich selbst. Deswegen habe ich es auch gar nicht erst versucht. Ja, okay. Sprechen wir mal darauf an. Salvador? Was gibt es? Ich will dich um eine kurze Pause bitten. Ich bin todmüde. Madame möchte also Urlaub machen? Nur etwas Schlaf. Ich habe so viel geleistet und... Hör zu, Funke. Das ist eine sehr wichtige Operation, verstanden? Auch meine Freunde sind gestern gestorben. Wenn wir hier faulenzen, war ihr Tod völlig sinnlos. Aber das tue ich doch gar nicht. Hier ist noch einiges zu tun. Wie denkst du, könnten die nächsten Schritte aussehen?
Wir könnten den zweiten Kristall suchen. Ich könnte versuchen, Hilfe anzufordern. Ich könnte die Umgebung absuchen. Nee, wir wollen den zweiten Kristall finden. Könnte den zweiten Datenkristall suchen und... Bei einer Kletteraktion in den Tod springen? Wir haben schon einen Piloten verloren. Es gibt sicher einen anderen Weg nach unten. Ich könnte versuchen, Hilfe anzufordern. Wenn ich funken will, Funker, dann frage ich Delvin. Du kannst doch sicher Wichtigeres beitragen, nicht wahr? Wenn ich funken will, dann frage ich Delvin. Warum? Wir sind doch auch Funker. Sollte man nicht einen Funker fragen, um zu funken? Naja, egal. Könnte die Umgebung nach etwas Nützlichem absuchen. Ich kann dich nicht auf einen Spaziergang losschicken, während wir schuften. Du, Madame, sicherst besser das Areal ab. Wir wollen nicht im Schlaf überfallen und gemeuchelt werden. Ist das nicht fast dasselbe? In dem Koffer ist die Sonde. Warte, wie soll... Du nimmst den Bohrer und bohrst ein Loch durch den Schutthaufen. Danach schickst du die Sonde durch das Loch. Hast du noch dein Zeitfunkgerät? Ich bin schließlich Funker. Dann verkriech dich in irgendeine Ecke und benutzt dein ZFG, um die Sonde durch das Gebäude zu steuern. Danach kannst du von mir aus dein Päuschen machen. Egal, wir kriegen jetzt diesen geilen Plasmabohrer. Nehmen. Sonde. Nehmen. So, Plasmabohrer. Oh je, ich hoffe, das klappt. Das werden wir jetzt gleich sehen, ob das klappt. Hey, es hat funktioniert! Du hast ein Loch in einen Haufen Schutt gebohrt. Bravo! Und ich finde, es ist richtig gut geworden. Weitermachen. Das ist schon dieses sarkastische Lob. Ja, komm. Verdammt! Du hast sie doch nicht fallen lassen. Nein. Nein, alles in Ordnung. Ich hab sie fallen lassen. Ich muss das Schaltpult auf dem ZFG benutzen, um die Sonde anzusteuern. Ja. Wurde gerade von einer Mücke gebissen. So. Nigel? Ja. Salvador! Ich habe Nigel gesehen! Hinter der Wand! Er lebt! Das war bloß ein Hirngespinst. Aber er... Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Wir müssen ihm helfen! Du hast deine Arbeit erledigt. Geh deine verdammte Pause machen! Er lebt und ich werde ihn finden. Das war ein Befehl, Funker. Deine Befehle sind hier wertlos. Genau. Geh schlafen. Mach ich nicht. Wir gehen nicht schlafen. Das sagen wir dir. Bedeutet den Nigels Überleben denn gar nichts? Mach deine verdammte Pause! Machen wir aber nicht. Es gab nur noch eine Tür. Ich hoffe, sie war vergeben. Ja, dasselbe Gespräch wie vorhin. Wir müssen jetzt, weiß ich, wir brauchen jetzt was. Das kriegen wir dann dort aus diesem Ding, aber aus dieser Leuchtreklame. Also von diesem Knobel. Aber wir müssen erstmal mit Delvin reden, um diese Information zu haben. Was wir genau brauchen. Wir reden mal mit Delvin. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Genau. Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ja. Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Ah, okay.
Nigel lebt noch. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe ihn gesehen. Wir müssen sofort zu ihm. Und Salvador, er will nicht helfen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du willst mir also auch nicht glauben? Du solltest dich ausruhen. Danke, ich komme schon klar. Ja, unsere Teammitglieder sind ein bisschen, ja. Ich würde sagen, Inkompetenz würde ich jetzt Devin jetzt weniger einschätzen. Ich würde eher sagen, Salvador ist so ein bisschen... Ja, ich bin jetzt hier der Big Boss und alle müssen machen, was ich sage. Und andere sagen, es ist irrelevant. Und Devin ist mehr so in seine Arbeit vertieft und... Ja, alle zweifeln so ein bisschen der armen kleinen Fee, aber ich glaube, dass das nicht Nigel ist. Ich denke, dass das irgendeine andere Person ist. Wird das jemals wieder so werden wie früher? Wie meinst du das? Vor einer Woche saßen wir zu dieser Zeit zusammen und haben uns Geschichten erzählt. Seitdem gibt es nichts anderes mehr als diese Mission. Das ist so... so... ungerecht? Ja. Warum brauchst du die Membran nochmal? Du hast es wohl doch... Mein Farbmod, sobald das... Das Licht... Danke, ich mach dann mal weiter. Bis nachher. Ja, Membran, um das herzukriegen. Lass mal Bohrer öffnen. Ich nehme mal den Filter heraus. Blaufilter. Kann dieser Blaufilter die Kondensatormembran ersetzen? Darf ich mal sehen? Das ist etwas, simpel, aber könnte vielleicht klappen. Und? Fantastisch! Es funktioniert wirklich! Hier, ich denke, du kannst die Membran haben. Aber sei vorsichtig damit. Das ist ja nur ein Netz. Ja. Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Alles klar. Dann brauche ich nur noch eine Batterie. Ich habe vorhin eine im Lager gesehen. Vielleicht schaust du da mal nach. Okay, danke. Was war's? Batterie im Lager. Boah, ich nehme an, das hier ist das Lager. Eine verriegelte Truhe in der... Vorräte. Küche. Kühltruhe. In diesen kühlt wir nur... Container. Ich habe ihn vorhin ausgeleert. Da ist nichts mehr. Hey! Weg da! Was für ein lustiges Tier. Ich hätte vielleicht netter sein sollen. Nicht mehr lange und es ist ausgestorben. Ich weiß nicht mehr, was das darstellen sollte. Darin haben wir den Kleinkram transportiert, der während der Bootsfahrt nicht nass werden durfte. Wie in den Schlafsälen zu Hause, aber ich glaube, ich mag die Sonne inzwischen sogar ein bisschen lieber. Ja, stimmt, die leben ja in ihrer Zeit mehr so Untertage. Klappstuhl, was kann man da machen? Absuchen. Nur Fussel. In der Lampe ist hoffentlich dauert. So, ich suche mir mal die Tasche. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter und Klemmendinger. Ich nehme an, nur Delvin kann was mit dem... Naja, vielleicht auch noch... Geht nicht. Kein Fach. Nicht mal für eine Batterie. Was will ich mit dem Ding überhaupt? Das macht die Art. Ja, gut. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Delvin hat. Ich kann meine Ausrüstung auch später noch sauber machen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich warte da sowas. Süß. Du magst unser.
Ja gut. Wo habe ich denn jetzt nochmal die Batterie hergekriegt? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Im Lager, Schreibtafel.